Hallo lieber Steinbock und willkommen zu deinem neuen Monatsorakel für den Juni 2021. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und falls du das erste Mal auf meinem Kanal jetzt gelandet bist, dann heiße ich auch dich ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, wie du sehen kannst, hast du jetzt hier vor dir drei Tarotkarten liegen und diese geben dir einen groben Einblick in den Juni. Das ist das, was im Großen und Ganzen auf dich zukommt. Darum geht es, das ist die Hauptenergie. Ich werde dann noch ein paar Karten für dich dazu ziehen und ich werde dir dann auch sagen, was es von Karten Deck ist, damit du sozusagen noch nähere Hinweise bekommst. Das Tarot-Deck, was ich jetzt hier benutzt habe, das ist das Ethereal Visions Illuminated Tarot-Deck. Ich habe jetzt hier die englische Variante, das gibt es übrigens auch auf Deutsch. Lieber Steinbock, es ist natürlich auch ein allgemeines Orakel. Das bedeutet, es muss nicht zwingend auf dich zutreffen. Wenn du feststellen solltest, es hat nicht gepasst, nichts ist eingetroffen, es ist nicht stimmig, dann lass da bitte ganz einfach los und versuche es da jetzt nicht noch stimmig zu machen. Das hat dann nämlich keinen Sinn. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne mal gucken, was dein Aszendent ist oder was du für ein Mondzeichen bist. Vielleicht ist da etwas für dich dabei, was dann sozusagen hinhaut. Ne? Das ist einfach nochmal das, was ich dir sagen wollte. Eins noch, lieber Steinbock, es kommt irgendwo aber auch immer darauf an, was du eben aus dem machst, was ich dir hier mitgebe oder was dir das Orakel sagt. Ne? Weil du allein entscheidest über dein Leben, du hast einen freien Willen, nichts ist in Stein gemeißelt, alles kann man verändern, alles ist wandelbar. Ne? Wie gesagt, die Karten sind Wegweiser und können dir nicht die Verantwortung für dein Leben abnehmen. Das ist nochmal ganz kurz das, was ich dir sagen möchte, lieber Steinbock. Ich würde jetzt aber schon sagen, dass wir anfangen. Drehen wir mal deine erste Tarotkarte gemeinsam um. Da hast du, okay, die drei der Schwerter. Das ist so, das ist der Kummer, das ist der Herzschmerz. Ne? Möglicherweise erhältst du auch eine Nachricht, die dich ins Herz trifft. Das kann ebenfalls der Fall sein. Vielleicht ist es sogar aber auch so, dass du zum höchsten Wohle irgendwo eine andere Person enttäuschen musst in irgendeiner Angelegenheit. Das bekomme ich bei einigen von euch irgendwo auch rein. Aber im Großen und Ganzen spüre ich hier schon wirklich, okay, es ist hier noch mal ein bisschen Herzschmerz. Da ist noch auf jeden Fall noch Kummer. Möglicherweise auch etwas aus der Vergangenheit. Das kann auch sein. Gucken wir mal die zweite Karte an. Die zwei der Münzen. Ja, das ist ein Auf und Ab. Ne? Mal kommt was nach oben, mal wieder nicht. Also ich habe das Gefühl, dass sich diese Gefühle eventuell überfordern könnten. Weil für mich sind die zwei der Münzen, das ist so dieses Multitasking. Ne? Irgendwo dieses Auf und Ab, hin und her. Mal so, mal so. Ne? Das ist so diese Grundstimmung. Mal ist der Kummer da, mal ist er weg. Mal zeigt er sich, mal nicht. Ja, aber ich habe das Gefühl, für mich stehen die zweiter Münzen auch immer für einen Wechsel, für einen Richtungswechsel. Es könnte natürlich aber auch sein, dass hier nun ein Richtungswechsel stattfindet, dass das hier aufhört und dass dann auf jeden Fall was Neues kommt. Ich würde sagen, wir gucken mal, was hier ist. Die zweiter Stäbe, noch eine zwei übrigens, ziemlich interessant. Die zweiter Stäbe sagen aus, okay, die stehen so ein bisschen für eine Unentschlossenheit manchmal. Sie steht dafür, dass man zwar Visionen hat, man hat zwar irgendwas Bestimmtes vor, man möchte irgendwas machen schon, aber man weiß noch nicht so richtig wie und was und wie geht's weiter, was soll man tun, ne? Das ist auf jeden Fall so die Energie, lieber Steinbock. Also die Hauptenergie, wie ich jetzt hier ganz klar fühle mit den drei Tarotkarten, ist einfach, das ist so ein Wechselspiel der Gefühle hier so ein Stück weit, ne? Mal ist es so, mal ist es so. Na, aber wie gesagt, das kann jetzt auch wirklich ein Richtungswechsel sein, dass du aus dieser Energie kommst, sozusagen, und nun in diese Energie gehst. Und das ist für mich nicht unbedingt immer die Unentschlossenheit, denn die sagt für mich irgendwo auch aus, dass man jetzt wirklich nach vorne guckt und dass man wirklich die Dinge ruhen lässt, die man nicht verändern kann. So, lieber Steinbock, ich würde sagen, wir gucken uns das mal noch näher an. Mal sehen, was da jetzt noch für dich kommen möchte im Juni. Was bringt der Monat Juni noch dem Steinbock? Na, tun sich ein bisschen schwer, aber mal gucken. Was ist da jetzt hier noch? Steinbock Juni. Naja, die wollte ich jetzt eigentlich nicht so, aber gut. Dann mache ich es halt. Also du hast jetzt hier den Numinous, das ist das Mystery, also Geheimnis. Das,
ja, Mysterium sozusagen, so kann man es auch nennen. Und hier haben wir, das ist das Unbekannte, etwas, was man noch nicht weiß, etwas, was sozusagen vielleicht aber auch noch so ein bisschen im Geheimen ist. Aber die Karte steht auch für das Universum, für das innere Wissen, für Geister, für die Anderswelt, für Intuition, das Okkulte. Möglicherweise fühlst du dich dazu aufgerufen, das zu machen. Das kann jetzt hier der Fall sein. Aber ich habe irgendwo den Eindruck, dass einige von euch, da bekomme ich richtig rein, dass ihr so in dieser Energie seid, ja, was jetzt als nächstes? Was nun? Ne? So fühlt sich das gerade an. Gucken wir mal die nächste Karte, da ist jetzt hier der Uranus und hier geht es um eine Revolution, aber auch um eine plötzliche Veränderung. Möglicherweise kommt das hier zu Durchbrüchen im Juni. Na, vielleicht wirst du dir aber auch im Klaren darüber, was als nächstes zu tun ist. Das kann ebenfalls der Fall sein. Ansonsten steht die Karte auch dafür, dass man so ein bisschen unter Strom steht. Aber ich habe das Gefühl, ich muss nochmal neu mischen und noch eine Karte springen lassen. Und mir krabbelt gerade die Nase. Ich hoffe, ich muss nicht niesen. Ach, jetzt geht's wieder. Okay. So, Steinbock, was kommt da jetzt noch für dich? Steinbock. Da ist sie. So, fangen wir mal mit dieser Karte an. Herausforderung. Das ist Quadrat in der Astrologie. Ja, es geht ja um Verletzungen. Es geht ja ganz klar um Verletzungen. Ne? Das wird im Juni nochmal Thema sein. Ne? Hier Herausforderung. Es geht um Verletzungen. Es geht um Kämpfe, womöglich auch um Frustration, innere Kämpfe. Man muss sich eventuell sogar auch umorientieren. Deswegen hier auch die zwei der Münzen, die für mich irgendwo auch für einen Richtungswechsel stehen, für das, ja, etwas anderes irgendwie, so, ja, Veränderung halt, ein Wechsel, ne, du weißt, was ich damit sagen möchte. Ich glaube, darum geht es jetzt für dich im Monat Juni, lieber Steinbock, ne, Herausforderung, hier der Kummer immer noch so ein bisschen, was einen da immer noch noch zusetzt. Guck mal die Karte, da hast du jetzt hier Neptun und hier geht es um Träume. Möglicherweise geht es aber auch hier um das Unbewusste, um dein Unterbewusstsein. Also ich habe das Gefühl, dass in deinem Unterbewusstsein noch einiges ist, was noch nicht angeschaut wurde oder verarbeitet wurde. Ja, also ich glaube, dass du da so ein bisschen damit gerade zu kämpfen hast. Einige von euch, das bekomme ich jetzt gerade ganz stark rein, ihr seid euer schlimmster Feind. Ihr selbst seid euer schlimmster Feind gerade, weil Neptun steht auch für geheime Feinde. Niemand anderes ist es. Ich glaube eigentlich eher, dass ihr gerade selbst euer schlimmster Feind seid. Na, ich will damit nicht sagen, dass du gerade Opfer deiner Umstände bist. Das glaube ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass die meisten von euch mit diesem Orakel wirklich gerade innerlich zu kämpfen haben. Ich habe das Gefühl, dass dieser Kummer schon ein bisschen weiter zurückliegt. Ja, das ist einfach den Eindruck, den ich hier gerade habe. Ich gucke mal, was ich jetzt hier noch reinbekomme. Ich lese mir mal die Neptunkarte jetzt hier noch durch. Hier geht es auch um Meditation. Es geht um Spiritualität. Also einigen von euch Steinböcken würde es gut tun, sich mehr mit Spiritualität auseinanderzusetzen. Vielleicht mehr meditieren. Ne, vorhin ist ja auch die Karte der Numinous rausgefallen. Und da geht es um das Universum, den Kosmos, spirituelle Wahrheiten. Möglicherweise setzt du dich jetzt auch mehr mit spirituellen Wahrheiten auseinander, mit den spirituellen Gesetzen und so weiter. Ne? Das könnte bei einigen von euch ebenfalls der Fall sein, dass ihr euch mehr damit auseinandersetzt. Ne? Der Neptun steht auch für Verwirrungen. Wahrscheinlich bist du auch in irgendeiner Art und Weise sehr verwirrt. Ja, das ist einfach das, was ich bis jetzt reinbekommen habe. Ich würde sagen, wir gucken uns mal das nächste Kartendeck an. Das nächste Deck, was ich jetzt benutze, das ist das Sacred Rebels Orakel von Lu nee, nicht von Lucy, das ist von Alana Fairchild. So, wir gucken mal weiter, lieber Steinbock. So. Bei einigen von euch bekomme ich jetzt gerade rein, während ich mische, ihr steht euch irgendwo selber im Weg. In irgendeiner Angelegenheit. Ich weiß noch nicht ganz was, ich krieg's noch nicht zu greifen, aber das ist gerade, was ich gerade so ein bisschen gespürt habe. Ihr legt euch selbst Steine in den Weg. Und das liegt daran, dass ihr nicht vorankommt. Genau. Auch spirituell nicht. Eventuell sogar auch in der eigenen Persönlichkeit nicht. Persönlichkeitsentwicklung. Weil ihr euch selber Steine in den Weg legt und die Dinge unnötig dramatischer macht, als sie in Wirklichkeit eigentlich sind. Ja, das ist gerade so das,
was ich gerade reinbekomme, die Dinge unnötig zerdenken, die Dinge unnötig schwarz sehen, unnötig die Dinge an den, also unnötig den Teufel an die Wand malen. Das ist jetzt gerade die Botschaft, die ich jetzt ganz klar reinbekommen habe. Das muss jetzt nicht auf alle von euch zutreffen, aber auf einige schon. So, wir gucken jetzt mal, was jetzt hier kommen möchte aus dem Kartendeck. So, Juni Steinbock. Okay. Spirals of Manifestation, die Spiralen der Manifestationen. Ja, die Frage ist, was manifestiert. Entschuldigung. Die Frage ist natürlich, was manifestierst du dir jetzt? Also, die Karte sagt mir irgendwo aus, dass du dir auf jeden Fall schon etwas manifestierst. Und ich glaube, dass du das auf jeden Fall die ganze Zeit machst. Ich meine, das macht jeder von uns. Aber ich glaube, im Monat Juni ist es bei dir so, dass du bitte ganz klar auf deine Gedanken achten musst. Beziehungsweise, dass du ganz klar darauf achten musst, wie du dich fühlst, aber noch stärker auf deine Gedanken, lieber Steinbock. Denn ich habe das Gefühl, dass diese sich jetzt ganz, ganz schnell manifestieren. Also wie gesagt, hier haben wir die Spiralen. Entweder gehen sie nach oben oder sie gehen nach unten. Ja, die Frage ist natürlich, wem oder was schenkst du deine Aufmerksamkeit? Dem Positiven oder dem Negativen? Darauf musst du jetzt achten, lieber Steinbock, im Juni. Ne? So, als nächstes haben wir jetzt hier, okay. Jede Reise beginnt mit einem einzigen Schritt. Also womöglich geht es darum, dass ein neues Abenteuer irgendwo schon auf dich wartet. Möglicherweise auch ein Neuanfang allgemein. Ja, aber der Schritt muss irgendwo aber auch von dir ausgehen. Und ich habe ja eben reinbekommen, während ich gemischt habe, dass du dir selbst irgendwo vielleicht noch so ein bisschen im Weg stehst. Einige von euch haben natürlich auch spirituelle Fähigkeiten. Ja, dafür steht Neptun übrigens auch. Und vorhin ist ja auch die Karte den Numinous rausgefallen, was auch für spirituelle Fähigkeiten betrifft, für die Anderswelt, für Channeling, für das Okkulte. Einige von euch haben natürlich diese Gabe. Ja, und da wird es jetzt nun an der Zeit, diesen Schritt auch zu gehen. Jede Reise beginnt mit einem einzigen Schritt. Ich glaube, es ist nur noch ein Schritt bei dir notwendig, lieber Steinbock. Ja, hier sehen wir diesen Koffer, den du, beziehungsweise der hat Geschenke für dich bereit, beziehungsweise ist auch dein Koffer, den du mitnimmst auf deiner Reise. Aber hier sehen wir ja drunter, beziehungsweise sehen wir ja Entschuldigung, nochmal von vorn, beziehungsweise sehen wir ja hier, wie es richtig leuchtet. Und wenn du den öffnest, dann kannst du da auf jeden Fall sicher sein, dass dann wirklich Geschenke auf dich warten. Das heißt, wenn du wirklich diesen Schritt gehst, dass du, was du hier wirklich vorhast, dann wartet hier auf jeden Fall schon etwas ganz Positives auf dich. Ne, da wirst du auf jeden Fall irgendwo auch gesegnet vom Universum. Das ist das, was ich jetzt gerade für dich reinbekommen habe. Aber im Moment bist du immer noch so in dieser abwartenden Haltung, so wie, ja, was nun? Ne? Ja, was mache ich jetzt? Das ist so diese Haltung, die ich die ganze Zeit, das ist das, was ich die ganze Zeit so ein bisschen höre. Ne? Ja, was ist jetzt? Ja, so ein bisschen. Deswegen ja hier auch die zwei der Stäbe, die einfach sagen, ja, was mache ich jetzt? Na, es ist für, also ich sehe zwar, dass du weißt, in welche Richtung es gehen soll, beziehungsweise das, was du machen möchtest, aber aus irgendeinem Grund gehst du diesen Schritt nicht. Ne, aber wie gesagt, das kann sich auch alles ändern, wenn du dich einfach, na, nicht wenn du dich änderst, das will ich damit nicht sagen, wenn du dich dazu entschließt, wirklich diesen Weg zu gehen, diesen Schritt, diesen einzigen Schritt zu gehen, dich dazu entscheidest, diesen Weg zu gehen, dann ist das Größte, dann ist das, ja, dann hast du das Gröbste schon mal auf jeden Fall hinter dir. Wie gesagt, es beginnt alles mit einem Schritt und du allein musst jetzt hier sozusagen nun die Entscheidung dafür treffen. Ne? Also so, nehmen wir jetzt mal das nächste Kartendeck, lieber Steinbock. Jetzt benutze ich das Oracle of Shadows and Light von Lucy Cavendish. Ich habe auch den Eindruck, lieber Steinbock, dass du viel zu viel überlegst. Du bist viel zu viel im Kopf. Du zerdenkst die Dinge. Was ist, wenn ich das und das mache? Wenn ich das und das mache, könnte mir eventuell das und das passieren. Was ist, wenn das so und so kommt? Was ist, wenn das nicht so läuft, wie ich es will? Also ich habe das Gefühl, dass du sehr, sehr im Kopf bist. Und diese Kopflastigkeit, die sorgt hier für Kummer. Das ist das, was sich nach unten zieht. Ja? So, wir gucken weiter, lieber Steinbock. Kali, ich liebe diese Göttin.
Denn Kali steht für Tod und Wiedergeburt. Ne? Ist übrigens auch hier die 13. Und im Tarot, die Nummer 13, ist übrigens der Tod. Also nach einer Phase des, ja, der tiefen Transformation, nach einem gewaltigen Ende, glaube ich, so fühle ich das bei einigen von euch, nach einem Ende, gewaltigen Ende, nach einem Abschied, kommt es nun hier auch wieder zur Wiedergeburt. Also ihr werdet auf jeden Fall wiedergeboren. Das ist ein bisschen wie Phönix aus der Asche. Aber ich finde, Kali, die steht auch für Befreiung. Ne? Kali steht für Befreiung. Die steht dafür, dass man, also die hilft einem dabei, gewisse Ängste zu überwinden. Einige von euch sind womöglich sogar auch ängstlich, einen bestimmten Schritt zu machen. Und wie ich am Anfang gesagt habe, bei den drei der Schwertern, es könnte auch sein, dass es sein muss zum höchsten Wohle, also das ist so, sehr, ja, nochmal von vorne. Möglicherweise ist es auch so, dass du zu deinem höchsten Wohle und auch zum Wohle anderer andere Leute enttäuschen musst, damit du erstens wiedergeboren wirst und damit du aber auch deinen persönlichen Weg gehst, den du gehen sollst und auch willst. Das ist auch das, was ich jetzt hier gerade ganz stark reinbekomme, ne? Vielleicht ist es so, dass du eigentlich niemanden wirklich was Böses willst oder andere enttäuschen musst, aber bei einigen von euch spüre ich das hier auf jeden Fall. Aber wie gesagt, nach dem Tod kommt aber auch wieder eine, ja, kommt jetzt hier die Neugeburt sozusagen. Gucken wir uns mal die zweite Karte an. Und da hast du Count Your Blessings. Und hier geht es darum, dass du einfach mal aufzählen sollst, mit was und mit wem du eigentlich sogar gesegnet bist. Also hier sollst du auf jeden Fall deinen Fokus auf das richten, wofür du wirklich dankbar bist. Na? Das ist das, was hier damit gemeint ist, dass du dich auf das fokussierst und das einfach mal aufzählen sollst und eine Liste von Dingen macht, mit denen du wirklich sehr gesegnet bist und wofür du einfach dankbar bist, lieber Steinbock. Das ist hier auf jeden Fall die Energie, die man hier für dich ganz klar, die ich hier ganz klar reinbekomme, auf jeden Fall. So, das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich benutze, das ist das Wisdom of the Golden Path Orakel. So, lieber Steinbock, mal gucken, was jetzt hier noch kommt. Da war ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Das ist ziemlich eindeutig. Das ist der Inspired Warrior. Das ist der inspirierte Krieger oder der inspirierende Krieger. Also es kann wirklich sein, entweder ist es so, dass du ein Vorbild hast, dass es da irgendjemanden gibt, den du bewunderst, von dem du dich inspiriert fühlst. Bei einigen von euch merke ich das. Es kann aber auch sein, dass du nun in diese Energie kommst, beziehungsweise kommen sollst, in diese Kriegerenergie und dass du wirklich mit gutem Beispiel vorangehst. Einige von euch, Steinböcke mit diesem Orakel, ihr habt wirklich einen spirituellen Pfad vor euch. Es beginnt aber mit einem einzigen Schritt. Ja, also einige von euch wollen hier wirklich was in der Spiritualität machen, etwas, was mit dem also mit dem Psychic Abilities zu tun hat, mit den spirituellen Fähigkeiten, etwas, was mit der geistigen Welt zu tun hat, mit Engeln, mit den Gesetzen der Anziehung, den kosmischen Gesetzen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass diejenigen unter euch, die das hier machen wollen, was ich gerade eben gesagt habe, ihr werdet auf jeden Fall oder ihr habt auf jeden Fall das Potenzial dazu, mit gutem Beispiel auf jeden Fall voranzugehen. Ne, einige von euch haben natürlich Ängste, aber ich glaube, das wird sich demnächst aber auch bald auflösen. Das habe ich einfach so im Gefühl. Die nächste Karte, da hast du jetzt hier Vertrauen. Ich glaube, du bist auch eine Person, der man wirklich vertrauen kann. Beziehungsweise ist das jetzt auch ein Hinweis für dich, dass du Vertrauen haben sollst. Dass du wirklich auch lernst, dem Leben zu vertrauen, dass alles einen Sinn hat. Na, das, was du gerade durchmachst, dass du da auf jeden Fall vertrauen sollst. Möglicherweise ist es so, dass du etwas anstreben möchtest, aber irgendwie funktioniert es nicht so ganz. Na, das kann bei einigen von euch jetzt der Fall sein. Falls irgendetwas nicht so klappt, wie du dir gehofft hast, dann soll es nicht so sein. Ja, dann sollst du definitiv da aber auch Vertrauen haben. Ich habe auch das Gefühl, dass du auf jeden Fall den Engeln lernst, wieder zu vertrauen. Ich überlege gerade, was es jetzt noch mit Vertrauen auf sich haben könnte. Selbstvertrauen, ganz klar, Selbstvertrauen. Also
Ich habe das Gefühl, dass bei einigen von euch auf jeden Fall das Selbstvertrauen steigern wird. Ihr werdet hier zum Krieger sozusagen und werdet nun euch selbst auch mehr vertrauen. Ne? Es geht um das Selbstvertrauen auch ganz, ganz stark. So, jetzt nehme ich für dich das letzte oder das vorletzte Kartendeck, lieber Steinbock, bevor ich dann zu den Astrowürfeln komme. So, lieber Steinbock, wir gucken uns das mal an. Lass dich jetzt durch deine Vergangenheit nicht zurückhalten. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit hast du hier noch mit irgendeinem Thema zu kämpfen, was erst passiert ist oder was schon ein Weilchen zurückliegt. Und hier wird gesagt, dass du dich durch deine Vergangenheit eben nicht zurückhalten sollst. Oder dich, ja, genau, du sollst dich ja nicht zurückhalten. Durch Ereignissen aus der Vergangenheit. Ja. So, mal sehen, was jetzt hier noch für dich kommt, lieber Steinbock. Okay, zwei Karten sind jetzt noch gefallen. Schauen wir mal, da hast du jetzt hier als erstes. Oh, okay. Also erwarte auf jeden Fall kraftvolle Veränderungen. Also, lieber Steinbock, deine Situation und du, ihr werdet euch auf jeden Fall verändern. Du und deine Situation wirst dich hier auf jeden Fall verändern. Ne? Also, die Vergangenheit wird nicht mehr länger Teil deines Lebens sein irgendwo. Also, rechne hier wirklich mit kraftvollen Veränderungen. Und bei einigen von euch spüre ich wirklich, die hellseherischen Fähigkeiten, die spirituellen Fähigkeiten werden sich bei einigen von euch auf jeden Fall verstärken. Ja, das ist wirklich das, was ich hier ganz klar wahrnehme. Die nächste Karte, das Glück ist auf deiner Seite. Neumond im Schützen. Hier war New Moon Eclipse und hier hast du jetzt hier New Moon in Sagittarius, also Neumond im Schützen sozusagen. Das Glück ist definitiv auf deiner Seite, sofern du wirklich bereit gehst. Bereit gehst, oh mein Gott, sofern du wirklich bereit bist, den Weg zu gehen, wo du wirklich hin möchtest und der für dich sozusagen bestimmt ist. Wie gesagt, jede Reise beginnt mit einem einzigen Schritt. Ne? Der erste Schritt ist immer der schwerste, sag ich mal. Ich kenne das ja selber. Der erste Schritt ist immer der schwerste. Man hat Angst, wie andere reagieren. Man hat Angst, wie das Umfeld auf einen reagiert. Man hat Angst, dass man eventuell nicht erfolgreich wird, dass einen die Menschen doof finden. Ich kenne das doch selber. Ich habe diese Ängste auch gehabt, ne? Aber wie gesagt, dein Ruf, dieser innere Ruf wird immer stärker bei dir, lieber Steinbock, ne? Und wie gesagt, du hast ja auch das Glück auf deiner Seite. Und Schütze steht auch für Reisen, ne? Und hier war auch eine Reise abgebildet. Also jede Reise beginnt mit einem einzigen Schritt. Also ihr werdet euch auf jeden Fall auf eine persönliche, spirituelle Reise nun begeben. Und deswegen musste einiges in eurem inneren Leben transformiert werden. Deswegen musstet ihr wahrscheinlich einige Enttäuschungen erleben. Deswegen musstet ihr wahrscheinlich einige Niederlagen erleben. Das war zu eurem höchsten Wohl. Ne? Einige von euch werden sich schlagartig verändern. Also da wird es wirklich drastische Veränderungen geben. Deswegen hier die kraftvolle Veränderung. Also nichts wird mehr bald so sein, wie es war. Ihr werdet euch richtig weiterentwickeln. Und ihr werdet hier auch mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist krass. So, das letzte Kartendeck für dich, das ist das Zauber der Meerjungfrauen und Delfine von Doreen Virtue. Und das Kartendeck, das war das Moonology-Orakel. So. Steinbock Juni. So, alles klar. Was haben wir jetzt hier? Warte, stört dich jetzt nicht in Aktivitäten. Nimm dir Zeit und das Ergebnis wird besser sein. Also hier wird gesagt, dass du bitte, ja, du sollst zwar hier was machen, du sollst diesen Schritt zwar gehen, aber bitte nicht so vorschnell. Bitte, die Dinge brauchen natürlich aber auch irgendwo seine Zeit. Ne? Also stört dich jetzt hier nicht in Aktivitäten, sei geduldig. Wenn es darum geht, dass du irgendetwas anstrebst oder irgendwas unterschreiben willst oder solltest, bitte achte da mal auf das Kleingedruckte. Also wenn es darum geht, Verträge zu unterschreiben oder irgendwas. Wir haben bald rückläufigen Merkur. Ich glaube, der beginnt, ich glaube, ab 29. Mai bis zum 21. Juni, wenn mich nicht alles täuscht. Du kannst mich auch gerne berichtigen, wenn du es jetzt gerade besser weißt.
Wie gesagt, während des rückläufigen Merkurs sollte man, wenn möglich, Unterschriften vermeiden. Also bitte, falls es sich nicht vermeiden lässt, bitte liest hier alles fünfmal ganz genau durch. Es ist einfach wichtig, ne? Also stürze dich jetzt hier nicht in irgendwelche Aktivitäten, also vorschnell, ne? Also seid da bitte ein bisschen vorsichtig. Was spüre ich jetzt noch bei der Karte? Genau, da sollte man sich auf jeden Fall Zeit lassen. Einige von euch sind aber auch definitiv noch in dieser abwartenden Energie. Na? Und da wird es jetzt Zeit, dass man wirklich den ersten Schritt sozusagen macht. So, um das Orakel jetzt abzuschließen, kommen wir jetzt nun zu den Astrowürfeln. Da bin ich gespannt, lieber Steinbock, was dir der Juni noch so bringt. Da haben wir das sechste Haus, Jungfrau, interessant, und Neptun. Das sechste Haus herrscht übrigens über Jungfrau, das finde ich interessant. Also das Thema Arbeitsleben, Routinen, Gesundheit könnte eventuell eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ne, deine Arbeit, dein Job und so weiter. Hier geht es aber auch um Neptun. Also womöglich geht es hier, für einige von euch geht es hier in Richtung Heilerberuf, spirituelle Fähigkeiten. Wir haben hier Neptun und du hast hier den Neptun. Also wirklich sehr, sehr starke spirituelle Fähigkeiten, du mit diesem Orakel. Es geht für euch in Richtung Heilung, Gesundheit eventuell. Aber was ich bei einigen von euch auch spüre, neue Routinen sind jetzt nun sozusagen notwendig. Morgenroutinen, Abendroutinen. Ja, so dass ihr euch nun sozusagen wohler fühlt oder und auch sicherer in eurer eigenen Haut. Das ist ebenfalls das, was ich spüre. Möglicherweise bekommen auch einige von euch Unterstützung von einem Menschen, eventuell eine Jungfrau. Ne, vielleicht hast du es auch mit einer Jungfrau-Person hier zu tun. Was merke ich jetzt hier noch? Wie gesagt, das Berufsthema könnte jetzt hier der Fall sein, bekomme ich aber gerade weniger rein. Ich spüre eigentlich mehr Struktur, mehr Ordnung, neue Routinen, Spiritualität mit einbeziehen. Ich glaube, das habe ich vorhin auch gesagt, dass es nun wichtiger ist, die Spiritualität mehr in das eigene Leben einzubeziehen. Das bedeutet Meditation, Affirmation und so weiter, was es da nicht alles gibt. Ne? Das ist das, was ich jetzt hier gerade noch wahrgenommen habe. So, lieber Steinbock, mehr habe ich jetzt nicht für dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Juni und sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.